Hallo YouTube, ich bin Meister Bini und es ist gerade viel zu spät. Es ist gerade gut, dass meine Eltern nicht zugucken. 2:33 Uhr. Ich sitze hier und mache gerade den Trailer für den dritten Livestream von DSA. Was ihr gerade gesehen habt, ist ein Screenshot, schon ein bisschen ein älterer Screenshot von vor, ich glaube, 2 Tagen. Ja. Ich hoffe, dass der Trailer so ein bisschen, gerade was die Bildqualität angeht, besser wird als der Trailer für den ersten und für den zweiten Livestream. Ich lerne auch gerade erst, was es heißt zu animieren und bin da wirklich, ich bin da unglaublich neu drin, habe das Ganze vielleicht vor 2 Monaten oder einem Monat angefangen. Dementsprechend, ja, das ist natürlich der Fortschritt jetzt zu sehen, hoffe ich zumindest. Seid gespannt und ja, schaut ihn euch dann an, wenn er online kommt. Ich hoffe, er kommt so in einer Woche oder so online. Jetzt ein kleines Video, was ich eigentlich nur mache, weil ich gerade verzweifle und eine bestimmte Sache nicht hinkriege, die ich hinkriegen will, weswegen ich jetzt mir gedacht habe, machst du erstmal ein Video, dann kommst du hoffentlich runter und hast die Muße, dich wieder ranzusetzen. Denn das Programm, was ihr vielleicht auch im Hintergrund sehen könnt, Blender, Open Source Programm, Link dazu in der Videobeschreibung. Für alle Leute, die irgendwas mit Animationen oder Visual Effects machen wollen, guckt es euch an. Es ist großartig, es ist umwerfend. Aber es hat manchmal leider so ein bisschen den Hang dazu abzustürzen. Und das Ganze ohne wirklich großartig verwertbare Fehlermeldungen auszugeben. Was wirklich, wirklich frustrierend ist nach dem 12. Mal abstürzen. Jetzt läuft's wieder, aber naja. Was auch immer, deswegen ganz kurz dieses Video, in dem ich eigentlich nur meine Pflicht machen werde. Ich schulde einem Menschen, vielleicht weiß der Mensch auch schon, was ich meine. Ich schulde einem Menschen also einen Beweis, den ich mit diesem Video erbringen werde. Werde ganz kurz über den Livestream, logischerweise vom 26.09., also vom letzten Donnerstag, reden. Und dann, ja, wahrscheinlich noch ein bisschen sinnlos vor mich hinsabbeln, wie ich das immer tue, und abstreifen und stundenlang über komische Dinge reden, wo keiner richtig versteht, was ich meine. Was nicht schlimm ist, weil es ein Video von mir ist und mittlerweile wissen wahrscheinlich die Menschen, die mich abonniert haben, wie Videos von mir sind. Und dann werde ich mich wieder tausendmal bedanken. Es ist ja auch in jedem Video gleich. Ich sag mal gleich am Anfang nach 4000 Stunden, die ich schon geredet habe. Ich entschuldige mich für die 1000 S. Es ist wirklich unglaublich spät, 2:36 Uhr. Und ich muss mich unglaublich konzentrieren, um Hochdeutsch zu sprechen und nicht in meinen seltsamen Berliner Dialekt abzudriften, wo dann die Gefahr besteht, dass die Leute mich nicht mehr richtig verstehen. Dementsprechend häufige Äs, um die Wörter in meinem allzu müden und mit Nebelschleier des Schlafes vernebelten Gedanken Ordnung zu schaffen. Also, der Satz hat, glaube ich, keinen Sinn gemacht. Verdammt. So, fange ich an, natürlich zuallererst. Lieber Koali, dies ist ein Beweis, ein offizieller Beweis, den kein Mensch mehr bezweifeln kann, dass ich eine Puppe besitze. Sie ist dort, sie sitzt dort. Normalerweise sitzt sie hier auf auf der Box drauf. Sie bewacht mich mittlerweile, seitdem ich 5 bin, was schon relativ lange also ist. Und ist eigentlich in wirklich jeder Wohnung mittlerweile dabei gewesen. Und ich habe einige Wohnungen durch. Alle in Berlin liegend, aber trotzdem waren es einige. Ja, schon die ganze Zeit dabei. Tobias, da ist er, wird also jetzt in diesem Video dabei sein, um ein bisschen Fame abzugrasen, logischerweise, und Berlin zu repräsenten, wie das immer so ist. Oh mein Gott, es ist spät. So, jetzt, da ich das geschafft habe und es endlich, endlich hinter mich gebracht habe, ich wollte das Ganze ja schon vor 2 Monaten eigentlich machen, glaube ich, oder vor einem Monat oder so, geht es mir ein bisschen besser. Zum Livestream vom 26.09., was der letzte Donnerstag war, falls ich das noch nicht erwähnte, einige Gedanken, einige Erklärungen und auch, und das hoffe ich inständig, ob es funktioniert, das wird mein erster kleiner Versuch. Ich hoffe, er funktioniert.
eine Diskussion sein. Ich hoffe, ja, es wird ein wenig diskutiert. Zuerst aber mal meine Gedanken, bevor ich das Ganze wieder völlig durcheinander bringe und vergesse. Es waren 35 Leute oder 37 Leute online, die zugeschaut haben, was meiner Meinung nach echt viele Leute sind, nachdem wir fast, ich glaube, 2 Monate oder so, ja, absolute Stille und Pause hatten, fast tot waren, uns jetzt wieder zusammengerafft haben und einen Livestream gemacht haben. Dafür waren das echt viele Leute und ganz ehrlich, beim ersten Livestream, der, by the way, unglaubliche 1368 Mal angeschaut wurde, was der Hammer ist, gab es, nachdem wir den Livestream beendeten, 144 Kommentare. Jetzt, und ich glaube, es waren auch in 34 Leute live dabei, wenn ich mich recht erinnere. Aber das mag jetzt vielleicht auch 37 oder 32 gewesen sein. Jetzt hatten wir 35 Leute online oder 37, das weiß ich auch schon nicht mehr genau, aber 277 Kommentare oder 275. Das heißt wirklich 130, also fast das Doppelte nochmal mehr an Kommentaren. Das ist großartig. Und wir haben tolles Feedback bekommen dafür. Herzlichen Dank. Was ich am schönsten fand, war, glaube ich, ein Kommentar, wo einer geschrieben hatte, Nyce, NYCEE, glaube ich. So ein grünes, lächelndes Gesicht als Avatar, wenn ich mich jetzt nicht vertue, dass der Livestream so ganz anders war und dass das toll ist, dass es jeden Livestream irgendwie ein bisschen anders ist am Anfang. Ja, reines Rollenspiel jetzt so ein bisschen in die Grusel-Horror-Ecke. Dann mal schauen, was nächste Mal passiert. Aber so hoffe ich, werden meine Abenteuer jetzt oder wird dieses eine Abenteuer, fortlaufende Abenteuer auch sein, dass alles so ein bisschen ja, sich abwechselt, dass eine Dynamik reinkommt, dass nicht alles immer das Gleiche bleibt. Das ist erstmal großartig. Wie gesagt, ansonsten, das Feedback war auch toll. Es freut mich natürlich, wenn Leute mir schreiben, dass sie da Ideen für ihre eigenen Abenteuer rausgeholt haben. Und ja, schön, dass das Leuten gefallen hat. Ich war unglaublich aufgeregt. Ich hoffe, es ist nicht rübergekommen. Aber nachdem der Live-Link, der erste, wieder abgeschmiert ist, wie schon beim ersten Livestream, ja, mir der Live-Link abgeschmiert ist, das Ganze übrigens 20 Sekunden, bevor ich den Hangout on Air wirklich online schalten wollte. Also ich war wirklich auf dem Weg mit der Maus zum jetzt online gehen Button und mir ist das ganze Google abgeschmiert, der ganze Rechner abgeschmiert, ich musste alles nochmal neu starten. Meine Güte, war ich dann aufgeregt. Ja, dafür riesiges, großes Entschuldigung, es ist wirklich keine Absicht, es ist nicht unser Markenzeichen und kein großer Witz, es ist wirklich, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe inständig, dass der nächste Livestream ohne diese Tradition auskommen wird. Aber mal schauen, ich möchte es mal nicht beschwören. Sagte ich doch, als ich den Hangout on Air eine halbe Stunde, bevor wir online gehen wollten, starteten. Das ist ja toll, dass alles funktioniert und alles so gut aussieht. Naja, gut, was auch immer. Hoffe, nächstes Mal wird es ein bisschen besser und es tut mir wirklich leid, auch für die Verwirrung, dass da uns am Anfang der dritte Mensch gefehlt hat. Das war auch ein Kommunikationsfehler, ja, er hat einen neuen Skype-Account, was ich irgendwie nicht mitbekommen habe, aus irgendwelchen Gründen. Er hat es mir gesagt, ich kann mich aber nicht erinnern, aber ich glaube ihm, wirklich, weil er ein großartiger Spieler und er sagt einfach die Wahrheit. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, das ist schrecklich, das habe ich irgendwie verballert in der ganzen Arbeit um den Livestream. Ja, auch nochmal einen kleinen Nachruf an Sönke, der nicht mehr mitspielen konnte, was wirklich total schade ist, denn ich fand ihn großartig, weil Sönke wirklich einer der Menschen war, weshalb es diesen ganzen Livestream überhaupt gibt. Das wissen vielleicht die wenigsten. Wir hatten den, ja, ich hatte ja bei einem NGAI-X Double Stream dann gefragt, ob irgendwer eine neue Gruppe gründen wollte. Und er war der allererste, der geantwortet hat. Er war der, der die ganze Zeit bei der Vorbereitung auf den ersten Livestream dabei war, der geholfen hat, der Ideen mit reingebracht hat. Und
der wirklich getan und gemacht hat. Großartig. Ohne ihn hätte ich das nicht hinbekommen. Herzlichen Riesendank da an der Stelle an Sönke, an Commander Sönke. Großartig. Ich hoffe, dass wir es irgendwann wieder hinkriegen, einen Livestream mit dir zu machen, denn der erste war großartig und die davor, die inoffiziellen, die ja nicht online waren, waren auch der Hammer. Und Riesendank dafür nochmal an Sönke und ich hoffe, alles geht mit dem Studium gut. Jetzt der Part, bei dem ich ein bisschen aufgeregt bin, denn ich hoffe, eine kleine Diskussion wird sich entwickeln. Und zwar gab es eine Beschreibung von mir bei dem Livestream relativ am Ende, als die drei Helden in diesem Geisterhaus waren, in dem unheimlichen Wald. Und da hatte sich etwas über Vorlok und Barsch bewegt, also über Alucard und Dennis, so die Namen der beiden Spieler. In dem Haus, sie waren ja gerade in die Tür eingetreten und standen nun in dem dunklen Flur und über ihnen, im Stockwerk über ihnen, bewegte sich etwas und ich hatte das beschrieben als totes Fleisch, glaube ich, oder ein toter Körper, der sich über Staub schiebt. Oder so ähnlich. Schaut nicht nochmal nach. Oder schaut nach, wenn ihr überhaupt nichts zu tun habt und postet den genauen Wortlaut unten in die Kommentare. Dann weiß ich, wow, ihr habt nichts zu tun. Achievement! Und irgendwer hat dann in den Kommentaren etwas geschrieben, sinngemäß wie, wissen denn überhaupt alle, oder das wissen doch nicht alle, wie sich totes Fleisch anhört, was sich über Staub schiebt. Und daran möchte ich so ein bisschen die Diskussion aufhängen. Wie viel Realismus darf es sein? Das ist eine Frage, glaube ich, wo sich die ganze Rollenspielwelt zerfetzt. Deswegen, Leute, wenn ihr diskutiert, und ich freue mich riesig, wenn ihr das tun würdet, aber tut es konstruktiv. Wir alle haben unsere Meinungen. Ich weiß, dass die Meinungen auseinanderdriften, unglaublich auseinanderdriften, aber respektiert die anderen Leute. Das wäre nett. Und da musste etwas raus. Ja, genau. Ich habe die ganze Beschreibung benutzt, nicht weil ich davon ausgegangen bin, dass alle Leute, mit denen ich zusammenspiele, wissen, wie sich totes Fleisch anhört, was sich über Staub schiebt. Ich hoffe, sie wissen es nicht für ihre psychische Gesundheit. Ich habe das Ganze benutzt, um ihnen so ein bisschen den Eindruck oder das Gefühl zu vermitteln, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Ne? Dieses Gefühl, dass sie die Nackenhaare aufrichten und vor allem den Gedanken, ihnen ins Gehirn zu pflanzen, irgendwas scheint sich zu bewegen, was sich nicht bewegen sollte. Das Ganze ein bisschen angelehnt vielleicht an die Szene aus Harry Potter, dem ersten Band, also Harry Potter und der Stein der Weisen, da musste ich kurz nachdenken. Das liegt an der Uhrzeit. Oh Gott, das liegt an der Uhrzeit. Wo Harry, Ron, Hermine und Drago und Hagrid im Wald waren, in dem verbotenen Wald da. Und Drago und Harry auf Voldemort getroffen sind. Und da gab es auch so eine Beschreibung, wie sich dieser Körper über diese Blätter rüberschiebt und ich habe ein unglaubliches Trauma aus dieser Szene herausgezogen, denn ich habe das Hörspiel von Rufus Beck gelesen, gehört, während ich alleine im Gartenhäuschen meiner Eltern saß. Es war stockfinster, draußen gewitterte es, der Regen prasselte gegen die Scheiben. Ich war 14 oder 15 oder so ähnlich oder 13 oder irgendwie sowas. Und genau diese Szene, vorgelesen von Rufus Beck, es war die Hölle. Ich habe einen Hechtpunkt über den Tisch rüber hin zur Stopptaste des Kassettenrekorders gemacht, war aber trotzdem zu spät. Also, Heidi Witzka. Nur das mal ganz kurz. Aber wie viel Realismus darf es denn jetzt nun eigentlich sein? Ist sowas blöd, wenn ich solche Phrasen benutze? Oder ist das eigentlich völlig in Ordnung, um die Atmosphäre rüberzubringen? Und dann natürlich da noch draufgesetzt die viel größere, fundamentalere Frage, wie baue ich mein Universum? Was mag ich? Mag ich High-End-Fantasy? Mag ich eher dieses Low-Level-Fantasy?
Spektrum und gerade DSA, das System, was ich mit Vorliebe spielen werde, obwohl dank Frank Vogts großartigem Livestream Wechselbalg ich vermutlich bald einen Wechselbalg-Stream machen muss. Und ja, aber da ich DSA spiele, da gibt es ja wirklich beides. Und da gibt es auch wirklich, wer mal auf dem DSA 4 Forum war und die sich den Spaß gemacht hat, diese Frage zu stellen oder einfach nur die Feststellung in den Raum zu werfen, dass High-End-Fantasy schon viel, eigentlich viel besser ist. Was da losgeht, was da losbricht, das sind wirklich zwei Lager, zwei richtig verfeindete Lager. Was ich schade finde, total schade finde, natürlich. Also, weil über so einen Krimskrams würde ich mich niemals mit irgendwem verfeinden. Aber trotzdem, habt ihr eine Meinung dazu? Habt ihr Lust dazu, mit mir vielleicht ein bisschen zu diskutieren und vor allem die großartige Funktion der Videoantwort auf YouTube ein bisschen rauszufinden? Dann macht ein YouTube-Video, haut eure Meinung raus. Das Ganze bitte logischerweise konstruktiv. Ich will es eigentlich nicht sagen, weil wir haben in der Community nicht das Problem, bis auf zwei Leute, drei glaube ich, drei Trolls. Der eine war auch nur bei dem Livestream dabei, dafür echt ein epischer Troll. Epischer Troll. Ich habe mich zu Tode gefeiert. Den Troll, der war einfach nur großartig. Das war ein Umbrium-Livestream, glaube ich, wo der Typ die ganze Zeit irgendwas über Polen geschrieben hat, glaube ich. Oder über Deutschland. Ich weiß es nicht mehr genau, aber er war großartig. Ja, genau. Also passt ein bisschen aufeinander auf und respektiert da die Meinung von den anderen. Es wäre großartig, wenn ein paar Meinungen kämen, wenn ein paar Videoantworten kämen. Und ich verpflichte mich hiermit dazu, falls Videoantworten kommen, auch natürlich eine zu machen. Das versteht sich ja hoffentlich von selber. So, ansonsten diskutieren wir auf dem Nerdpool. Meine Güte, da muss was raus, es tut mir leid. Ansonsten diskutieren wir natürlich auf dem Nerdpool. Für alle Leute, die nicht beim Nerdpool angemeldet sind, jetzt wird es wirklich schwierig zu reden. Es gibt einen Link in der Videobeschreibung. Das Ganze ist ein Forum, was ich vor ungefähr 3 Monaten oder so gefunden habe, was sich so aufbaut gerade mit der deutschen Pen-and-Paper-Community. Meldet euch an, das ist eine großartige Community. Es wird viel diskutiert, es wird viel gechattet und vor allem wird ganz doll viel Inhalt produced. Das finde ich ganz doll großartig, was sich da gerade entwickelt, wirklich wie viele Livestreams gerade wieder losgehen. Prager Nächte, Wechselbalg, um nur ein paar Livestreams da zu nennen. Der The Dantip wird hoffentlich auch bald einen großartigen Vampire the Masquerade Livestream machen. Leute, abonniert The Dantip, denn der Typ ist nicht nur ein umwerfender Spieler, sondern, und das kann ich sagen, weil ich unter ihm gedient habe, ein großartiger Meister, ein umwerfend großartiger Meister. Es hat ganz doll viel Spaß gemacht, wirklich. Da bei dem steckt wirklich so viel Liebe drin, das ist 1000 Daumen wert, Millionen Daumen wert. Abonniert den The Dantip, einen Link gibt es natürlich zu seinem YouTube-Channel in der Videobeschreibung. Und damit wäre ich schon wieder bei dem längsten, nein, bei den Dankeschöns. Die Dankeschöns möchte ich jetzt aber eigentlich nicht jedes Video wiederholen, denn die Dankeschöns werden an die gleichen Leute gehen wie immer. An alle. Danke. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr das guckt und so weiter und so fort. Es ist wirklich großartig, dass sich die Leute angucken, was ich hier so produziere. Ich glaube, für alle Leute, die YouTube-Videos machen, das ist ganz toll schwierig. Also es ist ein schwieriges Terrain, weil ja, Mensch ist normalerweise nicht gewohnt, es sich selbst zu sehen und sich so darzustellen und so. Ja, großartig, dass sich Leute da angucken. Ich würde es mir nicht angucken. Schon gar nicht diese Mammut-Videos, die ich mal produce mit diesem vor sich hin sabbeln, völlig ohne roten Faden, wo wahrscheinlich das Gehirn eines jeden irgendwie permanent wehtut, weil ich von einem Thema zum nächsten springe und die Leute denken, ja, wie ist er denn jetzt gerade da eingegangen? Boah, was ist das denn schon wieder? Und warum laufen da Leute rein? Egal. Der nächste Livestream, bevor ich jetzt völlig abdrehe, der nächste Livestream wird hoffentlich bald kommen. Habe ja auch schon angekündigt, dass es dann noch einen One-Shot geben wird, auf den ich mich persönlich
ungemein freue, den Trash-Livestream. Ich bin, ja, ich freue mich schon riesig darauf. Ich freue mich riesig, weil ich einige Charaktere schon, also mir die Leute, die mitspielen werden, ihre Charakterideen gesagt haben. Und wenn die so halb so genial werden, wie sie sich anhören, dann yay, oh yay. Das wird richtig großartig. Dazu natürlich dann auch nochmal ein Trailer, an dem bin ich auch schon so ein bisschen dran. Aber natürlich erstmal den richtigen Livestream, der hoffentlich in so ungefähr 2 Wochen online gehen wird. Ihr seht, jetzt wird hier ein straffer Zeitplan eingehalten. Hoffentlich das nächste Mal oder möglicherweise, das ist noch nicht ganz raus, das nächste Mal mit einer neuen Person. Die werdet ihr kennenlernen. Und ich hoffe, sie gefällt euch. Wenn nicht, seid ihr alle Arschlöcher. So ist das. Bis dahin, da mir keine sinnvollen Sachen mehr einfallen. Diskutiert mit mir, wenn ihr Lust habt. Ansonsten macht euch einen schönen Abend. Ich werde jetzt weiter, ja, weiter hier Krams machen und hoffen, dass bald der Trailer fertig ist und dann auch irgendwann mal schlafen gehen. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß. Euer Meister Bini, bis bald. Ich kann mich drehen. Das kommt seriös rüber. Jetzt habe ich wahrscheinlich 30.000 Abonnentinnen mehr. Metal! Metal!